Ich hoffe, so jetzt die Katrin sehe ich, glaube ich, langsam. Hallihallo, meine Lieben. Die Katrin müsste jetzt dazukommen. Ja, wunderbar. Es klappt doch. Jetzt müsste sie dazukommen. Ja. Super. Hallo, grüß Es hat dich. geklappt. Hör mal, jetzt sehe ich mich selber gar nicht. Das ist ja ulkig. Aber egal, dann sehe ich mich selber nicht auch gut. Oh. Oft genug. Macht nichts. Okay. Vielleicht müsstest du einfach auf deinem Handy das einfach umdrehen oder sowas. Ich hab's. Ja, genau. Ich Ja? hab's. Okay. Ja. Okay. Super. Hi. Sehr schön. Ihr Lieben, ich sehe schon, also viele sind da und winken. Schreibt einfach mal ganz kurz oder macht einfach ein Plus, dass ihr uns gut sehen und hören könnt. Oder Herzchen auch, also vielen Dank. Ja, und es ist schön, dass ihr alle da seid und wir haben uns ziemlich spontan mit Katrin entschieden, mit diesem tollen Thema live zu gehen. Und zwar, das Thema ist ja, wie du von deiner Scham in deine Superkraft kommen kannst. Ja. Und also die Katrin ist ja meine wunderbare Kollegin und Freundin, sage ich schon. Aber ich denke, am besten sagst du vielleicht zu dir selbst ein paar Worte. Also, weil meine Okay. Community kennt dich vielleicht nicht so gut, deswegen erzähle ein bisschen über dich. Okay. Also ich bin Katinka Kulitz-Feistel und ich habe die Natalia durch einen wundervollen Zufall am Anfang von Corona kennengelernt und bin dann in ihrem Workshop gelandet und habe dann gleich die komplette Ausbildung zur Theta Healing Person gemacht. Und Natalia hat bei mir Storytelling gemacht und wir haben uns gegenseitig die ganze Zeit weitergebildet. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass ich Theta Healing beim Storytelling benutze. Also total, wenn ich schreibe oder wenn ich mit meinen Kunden arbeite, benutze ich auch Storytelling. Und ja, das ist total. Und ja, wir passen einfach gut zusammen, obwohl wir so unheimlich unterschiedlich auch sind, finde ich. Ach so, und was ich vergessen habe, ist, ich bin eigentlich Regisseurin. Ich habe ganz viele Filme gemacht. Genau. Genau. Also die Katrin ist ja Storytelling-Experte, Regisseurin und jetzt auch Buchautorin. Also es geht ja um Buchprojekt My Lovely Shame. Und Scham ist jetzt heutiges Thema für uns. Und ihr wisst ja alle, ich mache ja meine Transformationsseminare zu unterschiedlichsten Themen, also wie man Schuldgefühle transformieren kann. Oder Wut, Groll, Hass, Ängste und so weiter. Und dann hat das einfach so wunderbar gepasst. Also, weil Scham habe ich eigentlich in meinen Transformationsseminaren noch nicht so präsent gehabt. Und dann kommst du mit diesem Thema, was ich sehr spannend finde. Und weil Scham ist ein Thema, wo die Leute sich wirklich schämen, über diese Schamsachen zu erzählen. Und dann kommst du auf diese Idee, um also sich zu outen oder bestimmte Sachen zu erzählen, also die mit Scham zu tun haben. Und in Form, also ich greife jetzt schon ein bisschen vor, das sind ja 14 Geschichten. Ich habe jetzt drei schon gelesen, also ja, Vorarbeit so gesagt. Und das fand ich super spannend. Und vier kurze Geschichten, die über bestimmte Situationen erzählen, für die du dich geschämt hast, aber auf eine wunderbare, leichte und witzige Weise auch. Jetzt die Frage an dich, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Also vor 3 Jahren ungefähr war ich in einer ziemlichen Sackgasse, weil ich gar nicht so glücklich war als Regisseur. Also ich liebe meinen Beruf, aber ich war nicht glücklich mit den Projekten und mit diesem ganzen Fake it until you make it im Filmbusiness. Also dieses so tun als ob, ja, und immer schöner, besser, höher, schneller. Und war ziemlich demoralisiert und merkte irgendwie, also ich wusste das nicht so wissentlich, aber ich merkte, das bin nicht ich. Ich tue die ganze Zeit irgendwie, ich verstell mich die ganze Zeit und ich war einfach nicht glücklich. Und in der Situation habe ich einen guten Freund getroffen in Berlin im Café.
Und der hörte mir eine Weile zu, wie ich mich bitter beklagt habe und vor Selbstmitleid fast ertrunken wäre. Und hat sich dann vorgelehnt und gesagt, Katrin, weißt du, was deine größte Gabe ist? Und ich so, nein. Und dann hat er gesagt, deine Scham. Und ich so, was? Und er hat gesagt, deine Scham. Du kennst dich wirklich gut aus mit Scham. Du kannst den Menschen Geschichten darüber erzählen. Weil viele Menschen schämen sich und die brauchen gute Geschichten, die empowern. Und das war für mich erst so absurd, weil über Scham spricht man ja nicht. Das ist ja das Allerschlimmste, das versteckt man ja immer. Irgendwie habe ich mich in dem Augenblick auch ein bisschen verliebt in die Idee. Und das hat dann so weitergearbeitet in mir. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Scham eine große Rolle spielt in meinem Thema, weil ich mich wirklich ständig für Kinder können auch zuhören. Das ist überhaupt, weil ich mich, mir war immer alles peinlich und ich habe mich eigentlich ständig verstellt und geblufft und so getan, als ob ich viel besser wäre. Und deshalb, ich wusste, dass das irgendwie eine Blockade ist oder dass ich deshalb auch nicht glücklich war. Und dann habe ich halt langsam angefangen mit so kleinen Geschichten, so ganz vorsichtig. Und das ist dann immer mehr geworden. Und ich will jetzt nicht vorgreifen auf deine Fragen, weil das ist schon eine lange Antwort. Aber auf jeden Fall. Gut. Dann habe ich mich langsam vorgetastet und immer. Und bei mir ist es so, ich versuche dann immer mit Humor zu arbeiten. Ne, wenn es um unangenehme Dinge geht, dann rettet einen Humor. Das ist immer das Allerbeste. Das weiß ich auch als Regisseurin. Wenn es wirklich heftig wird, ist es gut mit Humor. Und es gibt schon Leute, die hören nur das Wort Scham und sagen, das hat gar nichts mit mir zu tun, hör mir auf. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, da gucke ich nicht gern hin und so. Und dann habe ich halt angefangen und dann habe ich dabei wahnsinnige Wunder entdeckt beim Schreiben. Und ich habe vor allen Dingen entdeckt, dass es, egal was ich geschrieben habe, eigentlich gab es nie einen Grund, mich zu schämen. Mhm. Aber wir kommen noch mal dazu, wie du davon profitiert hast. Du hast da erzählt, dass du das erkannt hast, dass das dich blockiert hat, also diese Scham. Wie hast du denn das gespürt überhaupt, dass das eine Blockade ist? Ich habe das immer gespürt, wenn ich Menschen gesehen habe, wenn ich erfolgreiche Menschen gesehen habe, die total bei sich waren. Die erfolgreich waren und die total ihr Ding gemacht haben und total bei sich waren. Und ich habe dann immer nur gemerkt, boah, ich zeige mich gar nicht so. Ich bin gar nicht bei mir. Und wie soll ich dann die Dinge anziehen, die ich mir so sehr wünsche? Ich bin ja gar nicht richtig bei mir. Und das war, glaube ich, ein großes Ding. Und ich habe auch... Ich war auch traurig darüber, dass ich mich ständig so geschämt habe. Also wirklich für absurdeste Dinge, dass ich nicht dünn genug bin, dass ich irgendwas nicht geschafft habe, dass ich irgendwen blöd behandelt habe. Also so, das sind nicht nur die großen Dinge, sondern auch die kleinen. Und irgendwie habe ich, je älter ich wurde, habe ich gemerkt, dass mir das Türen zumacht, wenn ich mich schäme. Weil ich glaube, das Wichtigste für Erfolg, genau, das ist es. Ich habe irgendwann gemerkt, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, ist, dass du ganz in dir ruhst. Dass du ganz mit dir. Das ist das Allerwichtigste. Und ich merkte, ich ruhte nicht in mir. Ich war ständig unzufrieden. Ja, ja. Genau. Ständig unzufrieden. Ja. Okay, okay. Ja. Und du hast ja in diesem Buch, also ich habe ja jetzt nur drei Geschichten gelesen, und du hast ja auch, also wirklich, über ganz, ganz intime Sachen zum Teil geschrieben, auch Sexualität, also Körper, ne, wie du dich für bestimmte Körperteile geschämt hast und so weiter. Also wie hast du denn überhaupt Mut dazu gefasst, also wirklich sich so zu öffnen? Was hat dir denn geholfen, so offen darüber zu sprechen, also jetzt in der ganzen Welt? Du wirst ja bestimmt auch dieses Buch auch übersetzen lassen und so weiter. Also, ich meine, ich habe immer noch Angst, ne? Wenn ich dran denke, dass im Sommer dieses Buch rauskommt, dann denke ich manchmal, oh mein Gott, ne? Es ist jetzt nur eine Geschichte über Sexualität tatsächlich. Es ist nicht das ganze Buch. Also Sexualität ist tatsächlich gar nicht so ein großer Teil, aber du hast wahrscheinlich die eine Geschichte, die lustige, gelesen. Also ich glaube, was mir, also erstens habe ich gedacht, wenn schon, dann mache ich es richtig.
dann mache ich dann höre ich nicht irgendwo auf, sondern dann mache ich es richtig. Und also zwei Sachen helfen mir, weil ich habe gemerkt, berühmte Menschen, erfolgreiche Menschen, die ganz offen sind und ganz souverän über ihre Geschichten reden, da denkt keiner, ist das komisch. Wenn man seine Geschichte ganz, wenn man die ganz, wenn man da ganz in sich ruht, kann man alles erzählen und keiner würde denken, hä, das ist aber ein komischer Typ. Und das andere ist, ich habe ja Filme gemacht, ne? Und ich habe ein paar, zwei Filme, drei Filme gemacht, die wirklich komplett meins waren. Also die wirklich, und wo es auch um Tabuthemen ging. Also einen Film, da ging es zum Beispiel ganz stark um Sexualität. Das war mein erfolgreichster Film. Also alle Filme, wo ich ganz, ganz, ganz bei mir war und komplette Tabubrüche gemacht habe, waren immer die erfolgreichsten. Und was überhaupt nicht bei mir funktioniert hat, waren Sachen, wo ich so Auftragsarbeiten gemacht habe, weißt du, über so Geschichten, wo ich dachte, ist doch schon 100.000 Mal erzählt worden, warum muss ich das jetzt nochmal erzählen? Das ist bei mir nicht erfolgreich, aber immer wenn ich mich was gewagt habe, war es auch erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und versuche es jetzt einfach. Ja, das kann ich bestätigen. Also in meinen Seminaren ist das ja auch so. Du warst hier in Seminaren. Ich erzähle ganz, ganz offen bestimmte Dinge, die ja, also die jetzt nicht so selbstverständlich sind. Also wieso erzählt sie über ihre Kindheit, also über irgendwelche unangenehme Sachen, die sie erlebt hat, oder über Partnerschaft, was so nicht funktioniert? Oder über die Beziehungen zu Menschen, wo ich wirklich selbst an meine Schattenseiten komme. Ne? Also ich mache ja auch diese Schattenarbeit und es geht ja um diese Schattenseiten. Ne? Also Schuld, Scham, Groll, Wut, Neid auch. Also das ist ja alles menschlich und jeder hat das in sich, aber nicht jeder spricht. Genau. Und das, was ich auch gemerkt habe, genau in diesen Momenten, wenn ich wirklich so offen über diese normale menschliche Sachen spreche in mir, dann berührt das am meisten die Ja. Herzen. Dann Ja. fühlen sich wirklich die Teilnehmer oder Zuschauer, wer auch immer, also richtig angesprochen und haben Impuls, wow, also ich bin wirklich nicht alleine so. Also Genau. nicht, dass sie jetzt also wirklich auf Podest steht und sie ist eine perfekte Meisterin, sondern sie ist auch genauso. Und das inspiriert Menschen und motiviert dazu, wie sich auch so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Ja, absolut, absolut. Und das habe ich auch bei dir gemerkt. Das fand ich auch ganz toll. Das hat mich auch dazu gebracht oder inspiriert, weil ich das immer merke, wenn ich ganz ehrlich bin. Klar gibt es manchmal Leute, die sagen, oh mein Gott, ist die peinlich. Aber das sind die wenigsten. Ne? Die meisten sind schon eher so, die sa meisten sagen nichts und dann kommen sie 2 Tage später wieder und sagen, ich habe darüber nachgedacht. Und ich möchte jetzt auch eine Schamgeschichte erzählen, zum Beispiel. Ah, die Conny, Frederik, wie schön. Und was ich noch unbedingt erzählen muss, weil das ist eine super Geschichte, weil du kommst ja auch in meinem Buch drin vor. Ne? Die Geschichte hast du noch nicht gelesen. Und Nein. da bin ich so gespannt, weil das ist eine Geschichte über meinen Vater. Und ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon mal gesagt. Das Ding ist, dass ich ja mich auch sehr geschämt habe für meine Eltern. Und durch dieses Buch habe ich jetzt allmählich Frieden mit meinen Eltern geschlossen. Aber meine Eltern sind schwierige Personen. Also sie sind einfach so ein bisschen schwierig. Und das ist gar nicht so, dass da was ganz Schlimmes, ne? Gott sei Dank. Also bei mir ist gar nicht jetzt Missbrauch oder so passiert, aber es ist einfach, es sind schwierige Personen. Mein Vater ist ein Bankrotteur, der immer pleite gegangen ist. Meine Mutter war total übergriffig und so. Und das ist auch schwierig, ja. Und dafür habe ich mich geschämt. Und dann war ich doch, ich hatte so ein Wutthema und war immer so wütend auf meinen Vater. Und dann bin ich ja zu dir gekommen in deinen Workshop und du hast mit mir eine Rückführung gemacht. Das muss ich jetzt mal allen erzählen, die dabei sind, weil das war so spannend, liebe Leute. Das war so klasse. Also ich habe Die Natalia hat mich einfach genommen, hat gesagt, machst du mit mir eine Demo oder Demonstration oder so, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann hat sie mich in ein anderes Leben geführt, wo ich meinem Vater schon mal begegnet war. Und das war ziemlich krass. Und danach haben auch, glaube ich, ein paar Frauen geweint im Raum und so. Das war total krass. Und als ich so drüber nachdachte, als ich das Buch geschrieben habe, fiel mir immer wieder diese Geschichte ein. Weil die hat mir auch tatsächlich diese Rückführung, die hat mir die Wut genommen. Die Wut ist weg.
Ich finde meinen Vater immer noch schwierig und manchmal ein bisschen blöd, aber die Wut ist einfach weg. Und dann habe ich die Geschichte irgendwann, das ist die einzige Geschichte im Buch, die habe ich so runtergeschrieben. Einfach so zack, bomb. Und dann dachte ich noch die ganze Zeit, komm Katrin, die kommt eh nicht, die nimmst du wieder raus. Die lässt du sowieso weg, weil da denken die Leute ja, die spinnt, die Feiste. Und dann habe ich das ganze Buch gelesen und habe gesagt, nein, die Geschichte passt da super rein. Die ist total wichtig. Und wenn es Leute gibt, die sagen, hey, Rückführung, was ist das denn? Dann ist es deren Problem. Aber die Geschichte, die muss da rein. Das ist Teil meiner Geschichte. Und außerdem gehörst du da rein in das Buch auch. Und finde ich, also irgendwie hast du einen Anteil an dem Buch. Und das, ja, das ist total, ich bin sehr gespannt, wie die Leute auf die Geschichte reagieren. Ja, ich bin auch total gespannt. Das kommt ja nicht so oft vor, dass man in einem Buch vorkommt. Also das ist ja super. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ja, also jetzt sagst du natürlich, also dass du gerade die Entscheidungen triffst, also etwas zu machen. Jetzt dieser Aspekt auch. Also, das heißt, du hast auch deine Spiritualität offengelegt. Ne? Also auch wahrscheinlich etwas, was du nicht, lange nicht zugetraut hast. Und jetzt hast du diese Entscheidung getroffen und sich auch in diese Richtung gezeigt, so wie du bist. Ja. Und was kannst du denn sagen, also in diesem Moment, wenn du solche Entscheidungen triffst, bestimmte Sachen zu offenbaren, zu erzählen, dass sich irgendetwas dann in dir transformiert, dass sich etwas verändert? Und wenn ja, dann was? Und ja, vielleicht kannst du dazu was erzählen. Das ist eine super interessante Frage. Das ist wirklich super interessant. Ich glaube, die hat, hat ganz viel damit zu tun, dass ich inzwischen immer sage, dass dieses Buch den Lesern hilft, in ihre Superkraft zu kommen. Ja, weil das stimmt, das habe ich nicht vorhergesehen. Ich habe erstmal gedacht, weil Geschichten erzählen ist das Einzige, was ich kann. Und ich habe irgendwie so gemerkt, okay, du erzählst jetzt einfach die Geschichten so gut, wie du kannst, so spannend und so. Und es ist halt so, ja, wenn ich die Entscheidung treffe, mutig nach außen zu gehen und meine Wahrheit zu sprechen. Also ich glaube, meine Wahrheit zu sprechen, das transformiert mich so unfassbar, wie nichts sonst. Mhm. Wie nichts in meinem Leben mich transformiert hat, diese Wahrheit zu sprechen. Und ich merke das immer wieder mit meinen Kunden und so. Wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich das oft das Gefühl haben oder suggeriert bekommen, dass wir unsere Wahrheit nicht sprechen dürfen. Und das ist total fatal, weil ich glaube, dass wir Menschen auf der Welt sind, weil wir uns zeigen wollen, weil wir unsere Wahrheit sprechen wollen und weil wir unsere Geschichten in die Welt bringen wollen. Und ganz viele leiden unfassbar darunter, dass sie es nicht tun können. Und ja, und das habe ich gemacht und das hat wahnsinnig was mit mir gemacht. Das war eine Transformation. Ja, also ich denke tatsächlich, wenn man die Menschen fragt, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir unsere Wahrheit nicht sprechen können, dass wir uns wirklich nicht so zeigen können, wie wir wirklich sind. Und ich denke, wenn man jetzt ja, so ein bisschen graben würde und Menschen Fragen stellen würde, was ist das Schlimmste daran, also was würde als Schlimmstes passieren, wenn du jetzt darüber erzählst, wenn du dich outest, wenn du dich zeigst, so wie du bist, dann würden alle diese Programme und Glaubenssätze hochkommen. Ja, dann werde ich ja, komisch angeguckt, ich werde dann abgelehnt, ich werde nicht mehr angenommen, geliebt, also ich bin dann Außerseiter und so weiter und so weiter. Also bis hin, dass die Menschen also tatsächlich die Angst haben, ja, komplett alleine zu bleiben und vielleicht dran zu sterben, was auch immer. Ne? Das ist ja dieser Prozess, was wir auch zum tiefen Glaubenssätze und Programme, die dahinter stecken. Und alle diese Programme, die sitzen ja in unserer DNA, in unseren Zellen und wirken dann. Ne? Und dann kommt das einfach mal dazu, dass wir total blockiert sind und unsere Wahrheit nicht sprechen können. Wir erlauben uns gar nicht, wir selbst zu sein. Und dann schämen wir für bestimmte Dinge, weil wir so viele, ja, so gesellschaftliche oder familiäre Verbote haben innerlich. Genau. Ja. Das Problem ist ja, ich meine, das sagt sich so einfach, aber das Problem ist, dass
dass wir ganz oft uns abhängig machen von der Meinung anderer. Ne, dass, weil wir, und das ist ja bei mir auch so, dass wir nicht in unserer Selbstliebe sind oder sagen, okay, vielleicht mögen die anderen das nicht, aber das ist jetzt das, was ich denke und das, was ich tue. Und deshalb ist das okay für mich, auch wenn es abgelehnt wird. Aber wir machen ja uns, ob wir gut sind oder nicht, abhängig von der Meinung anderer. Das habe ich auch ganz lange gemacht. Und das passiert mir auch immer wieder noch, jeden Tag. Und dann muss ich mich immer daran erinnern zu sagen, es ist egal, ob es mal einen Menschen gibt, der dich blöd findet, weil du machst das, weil du das gut und wichtig findest. Und da ist es egal, wenn es jemand Blödes gibt. Ja? Mhm. Ich glaube, das kann man sich nicht oft genug am Tag sagen, dass es wichtig ist, finden wir das gut, was wir machen und was wir sagen. Und nicht, ob es anders ist. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, inzwischen, dass das der Weg ist, um glücklich und ganz in sich zu sein, dass man sich so zeigt, wie man ist. Mhm. Ja. Gibt es denn bei dir im Buch eine Geschichte, die vielleicht dich am meisten transformiert hat? Also wo du wirklich, also danach sagst du, wow, also ich habe jetzt diese Geschichte erzählt, ich habe das offenbart und dann gab es bei mir so einen inneren Prozess, also wo ich das Gefühl habe, also ich bin jetzt viel gelöster, also etwas hat sich transformiert in mir. Also ich würde tatsächlich sagen, das sind alle Geschichten. Und das Interessante ist, ich hatte nie geplant, dass die Geschichten irgendwie so, dass die so einen Bogen ergeben. Sondern ich hatte einfach nur gedacht, so ganz einfach, ach, ich erzähle einfach die 12 peinlichsten Dinge meines Lebens. Und dann ist was passiert, was ich magisch finde, weil eigentlich habe ich meine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und das ist mir erst am Ende klar geworden. Und dass meine Lebensgeschichte auch die ist, dass ich immer ganz berühmt sein wollte, ganz erfolgreich und dass ich immer total getrieben war. Immer getrieben, dass ich mich nicht auf den Moment einlassen konnte, weil ich musste ja noch erfolgreich werden. Ich musste ja noch die berühmte Regisseurin werden. Und jetzt bin ich 49 und vor 2 Jahren habe ich dann gemerkt, ey, ich kann nicht mehr. Ich lande im Burnout oder ich kriege einen Herzinfarkt oder so, wenn ich so weitermache und diesem Ziel hinterher renne. Und also das, die große Transformation ist, glaube ich, dass ich gelernt habe, mich selbst zu lieben und meine Geschichte zu lieben und dass ich verstanden habe, dass ich die Hauptfigur in meinem Leben bin und nicht das Opfer. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, weil wir, ich glaube, das ist auch so schädlich, wenn wir die ganze Zeit denken, wir sind nur eine Nebenfigur in unserem Leben oder wir sind das Opfer in unserem Leben. Das ist nicht gut, weil wir sind jederzeit die Hauptfigur in unserem Leben und wir haben die Fäden in der Hand. Das müssen wir uns bewusst machen. Ja. Das hast du so schön erzählt, also mit diesem nicht mehr Opfer sein, selbst entscheiden zu können, wie du wirklich sein willst. Und wie du dich also jedes Mal auch neu entscheiden kannst, also deine beste Version lebst und so weiter, indem du dich so zeigst, wie du bist, mit allem, was du bist. Weil wir sind ja alle alles. Also es gibt niemanden, der so perfekt ist, sondern wir haben ja also dieses Yin und Yang in uns und lichtvolle Seite, aber auch diese dunkle Seite, in Anführungszeichen dunkle. Weil wir gelernt haben, das zu bewerten, dass Wut, Hass, Groll, Scham, Neid ist Schlechtes. Aber das sind einfach die Anteile von uns, die natürlich so stark, extrem stark werden oder zum Ausbruch kommen können, wenn wir diese nicht leben, wenn wir diese gar nicht zulassen. Und in diesem Moment, wenn wir uns zugestehen, ich bin alles und ich kann auch diese Seiten haben, dann verlieren sie ihre gewaltige Kraft. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Also da muss ich jetzt wirklich eine Beispielsgeschichte erzählen, bevor ich dich was frage. Und zwar, also eine Geschichte von meinen Geschichten heißt der Tag, an dem ich selber zum Monster geworden bin. Und das hat halt viel mit der, das hat viel mit der Filmbranche zu tun. Die ist eine wirklich sehr krasse und sehr schwierige, also es ist eine Branche, die sehr viele schwierige Persönlichkeiten anzieht und wo man unheimlich kämpfen muss, ne? Weil die so beliebt ist. Man muss da sehr kämpfen.
Und ich habe mich da auch beim Schreiben öfters mal als Opfer gesehen, ne? Die arme Maus, die nicht machen kann, was sie will und so. Und dann hat irgendwann meine beste Freundin, die die Geschichten gelesen hat und die so meine Lektorin ist, hat gesagt, also Katrin, irgendwas stimmt da nicht. Und überleg doch mal, wo du selber mal im Monster warst oder nee, wo du selber Täter warst. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, wie interessant. Und dann fiel mir was ein, wo ich selber einfach wirklich zum Monster mutiert bin, wo ich total schrecklich war. Und zack, bumm, habe ich gleich eine Geschichte darüber geschrieben. Und das war auch sehr heilend, ne? Weil ich A gesehen habe, ich kann eben, ich kann auch die Gegenseite sein, ich kann auch sehr böse sein. Und das hatte auch was Transformierendes. Ich glaube, das war die Geschichte, die mich am meisten vom Opfer zur Hauptfigur gebracht hat. Weil ich gemerkt habe, das stimmt ja gar nicht, dass ich das Opfer bin. Und das war das war eine extreme Sache. Ja. Ja, 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 Aber ja. wie ist das denn bei dir eigentlich? Was sagst du denn deinen Teilnehmerinnen? Was machen die mit ihren Schattenseiten? Also geht es darum, die aufzulösen oder geht es darum, die zu umarmen und zu lieben? Oder wie machst du das? Also, das sind ja einige Schritte, die dazu gehören. Also als erster ist ja immer der Weg dazu, überhaupt das zu erkennen, dass ich auch diese Seite habe, die zweite Seite, dass ich nicht immer nur gut bin und nett und intelligent und großzügig und mutig und so weiter, sondern dass ich genau das Gegenteil auch in mir habe. Und da hilft zum Beispiel solche Frage, wie was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Also, wo deine Freundin dich gefragt hat, wo warst du denn Selbsttäter? Und genauso diese Frage, also wenn ich jemanden vorwerfe, ja, also du bist total blöd, du bist aggressiv, du bist neidisch. Und dann in diesem Moment einfach stehen zu bleiben und einfach das so zu wenden, dass man sich selbst fragt, wo bin ich denn geizig, neidisch, eifersüchtig, böse und, und. Und es ist 100%, dass jede von uns wirklich diese ein Teil auch in sich findet. Ne? Also mal blöd, was auch immer. Und in diesem Moment, wenn wir das erkennen, das ist ja der erste Schritt, dann werden wir, also dann verändert sich ja die Energie schon. Ja, also auf einmal werden wir wach. Ach, stimmt, ich bin ja auch so wie mein Gegenüber. Dann habe ich nicht mehr so einen Drang, jemanden zu beschuldigen. Ich steige dann aus dieser Kampfenergie, aus dieser Aggressivität aus. Ja, und als nächstes ist ja der Weg, dass wir das annehmen, also diese Anteile in Liebe, die gehören zu uns, dass wir diese nicht mehr bekämpfen, nicht mehr in Widerstand gehen, weil jeder Widerstand und jeder Kampf erzeugt ja die Blockade und ja, dann sind wir blockiert und nicht frei im Leben. Und hier nehmen wir ganz liebevoll diese Anteile an, wir umarmen diese Anteile und sagen, ja, ich bin beides. Ich bin ja großzügig, aber ich bin vielleicht irgendwo geizig oder ich bin nett, aber ich bin irgendwo auch böse. Ich bin intelligent, aber ich bin auch manchmal blöd. Na, in bestimmten Situationen oder die Menschen dürfen mich auch mal so sehen und dann bleibe ich ruhig. Wenn ich weiß, dass es okay ist, dass ich diese Anteile habe und wenn ich auf einmal beschuldigt werde in diesen Dingen, dann kann ich doch entspannt bleiben. Und sagen, okay, ich nehme das an oder nee, das hat mit mir nichts zu tun, aber ich bleibe entspannt, ich bleibe ruhig. Und es kann mich nichts mehr triggern, so gesagt. Ne? Ich habe alles in mir integriert. In diesem Moment geschieht diese Integration, ich bin alles, was ich bin. Und dann muss ich mich auch nicht mehr für etwas schuldig fühlen oder mich nicht mehr für etwas schämen. Ja, Ja. genau. Ich habe das Gefühl auch, ich habe da jetzt wirklich viel drüber nachgedacht. Und ich meine, die Wurzel allen Übels ist ja oft dieses, dass wir nicht in der Selbstliebe sind. Und dass ich so das Gefühl habe, wir leben irgendwie in einer Zeit, die total das fördert, dass wir uns nicht gut genug finden. Und das hat ja viel mit den Massenmedien zu tun, viel mit Marketing.
Also Leute, die sich nicht gut genug finden, die kaufen viel. Ne? Und das heißt, da, alle möglichen Konzerne um uns herum tun ganz viel, damit wir uns nicht gut genug fühlen. Und ich glaube, das ist mit so, das ist auch ein Anliegen, was ich mir so erhoffe mit dem Buch, ne, dass Menschen merken, ich bin gut genug. Ich bin mit meinen Fehlern und damit, dass ich eifersüchtig bin und dass ich ein paar Kilo zu viel habe und dass ich das und das und das, ich bin gut genug. Ich bin toll, ich bin sogar wundervoll. Ja. Und ja, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, deshalb ist es wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, ne, dass man sich umarmen kann, dass man sagen kann, ich liebe mich. Also zum Beispiel, dass ich mir sagen kann, ich liebe mich, auch wenn ich noch nicht das und das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Oder zum Beispiel, ich glaube, ich werde immer irgendwie ehrgeizig sein. Ich werde immer irgendwie wahnsinnig ehrgeizig sein und irgendwie tolle Sachen erreichen wollen. Und vielleicht werde ich das nie schaffen, so erfolgreich zu sein, wie ich mir das wünsche. Und ich werde nie schaffen, berühmt zu werden. Aber dass ich trotzdem sagen kann, ja, Katrin, du willst es halt und akzeptiere das. Das gehört zu dir, du willst es halt. Und dass ich mich nicht deswegen verachte und fertig mache. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, den ich bei dem Buch hatte. Und das ist übrigens, das ist mir auch so wichtig, dass das geht ja, deshalb glaube ich, dass das Buch für viele ist, es geht ja nicht nur mir so, sondern alle Menschen, die ihre Geschichten sich angucken, werden erstaunt feststellen, dass ihre Geschichte doch ganz anders ist, dass sie viel besser ist und dass sie viel interessanter ist und dass es so wertvoll ist, die eigenen Geschichten zu kennen und zu umarmen. Ja. Und wenn du jetzt, also die Scham, also wenn du diese Scham, diesem Thema eine Form geben würdest, wie würde das aussehen? Also du bist ja jetzt schon die Beziehung hast du aufgebaut zu Scham, ne? Du bist ganze Zeit in Beziehung, während du dieses Buch schreibst. Und alles hat ja ein Wesen auch. Scham hat ein Wesen, das ist eine Emotion, ein Gefühl, ein Zustand. Genau. Ja, zeige das nochmal. Also als ich das gesehen habe, das fand ich wirklich so witzig und so treffend. Mhm. Und ich habe gleich gedacht, also das sieht auch ähnlich, also wie, also die ähnlich aus. Du liebst ja auch diese Hüte? Genau. Ja, also deine Frage war, wie war deine Frage nochmal? Die Frage war, also wie, wenn du das als Bild vorstellen würdest, also wie sieht das aus, also für dich, also die Scham? Ja, warte mal, das kann ich dir direkt zeigen. Das sieht wie diese beiden Bilder aus eigentlich. Wie, also das ist ungefähr das Titelbild, das ist ja jetzt hier nur geklebt, Leute, ne? Das wird richtig super schön aussehen. Wir wollten unbedingt, also mein Assistent, der andere hatte die Idee, die hatte gar nicht ich. Ich wollte immer die Superwoman haben. Ne? Ich wusste immer, ich will die Superwoman. Weil ich will ja, also wenn es eins gibt auf der Welt, was ich möchte, dann ist das, Frauen zu empowern. Das ist das, ja, ich will auch mich selber empowern, klar, aber ich will Frauen empowern. Und dazu muss ich jetzt auch noch eine Geschichte erzählen. Also ich mache hier gerade diese Crowdfunding-Kampagne. Und übrigens bin ich ganz, es ist ganz, aber Claudia hat schon, zum Beispiel Claudia zuschaut, hat schon längst gefundet und so. Also das ist ganz wichtig, dass sie das Buch unterstützt. Da würde ich euch sehr drum bitten. Und ihr kriegt es auch. Ne? Es ist nicht, dass ihr spendet oder so, wie für die Ukraine, sondern ihr kriegt das Buch und ihr kriegt ganz viel dazu. Auf jeden Fall habe ich vorgestern meine Tante angerufen. Und ich komme aus einer Familie, wo alle weiblichen Wesen so verbittert sind und nicht empowernd. Ja, und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, Tante so und so, ich mache jetzt dieses Buch und ich brauche da noch Unterstützung. Hast du nicht Lust, mich zu unterstützen und das Buch zu fanden? Und da hat die gesagt, was ist das? Was willst du? Und dann habe ich schon sofort gemerkt, nee, die will das nicht. Und dann habe ich schon gedacht, sei leise. Aber dann habe ich trotzdem weiter erzählt und dann hat sie nur noch einen Aufhänger gesucht, um Nein zu sagen. Und als ich sagte, Amazon, hat sie gesagt, nein, also Amazon unterstütze ich nicht. Das kannst du vergessen, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, tschüss. Und danach, ne, war ich so traurig. Ich war so traurig. Das war jetzt nur eine Person und es ist eine Tante, die eh schwierig und ein Drache ist und so. Aber dann fiel mir ein, ich bin die Erste in meiner Familie, die andere Menschen empowert.
Und ich habe das selber in meiner Familie nie erfahren. Und ich finde das einfach traurig. Ich meine, vielleicht bin ich deshalb so, wie ich bin, aber ich fand das einfach traurig. Es hat mich einen Tag lang völlig fertig gemacht, ja. So zum Thema Ängste. Also, ich wollte immer dieses ganz Empowernde. Und dann sagte mein Assistent André, aber ja, aber guck mal, die Scham an sich ist noch nicht die Superwoman. Da geht's hin, aber das ist noch nicht die Superwoman. Und er erzählte mir dann von einem Beispiel, wo es so eine ganz süße Figur gab zur Traurigkeit. Und dass keiner die Traurigkeit will, aber dass sie eigentlich total süß war und total wichtig. Und dann habe ich gedacht, stimmt, die Scham braucht eine wirklich super süße Person, also eine Figur. Und dann hat meine Illustratorin diese Scham entwickelt. Und das fand ich dann total klasse. Und es wird halt ungefähr so sein von der Illustration, dass das hier von der Scham zur Superwoman geht. So ungefähr. Ja. Also ich finde das wirklich toll. Also das Treffende könnte nie sein, diese Buchcover. Ja, Dankeschön. ja. Danke. Erzähle doch ein bisschen genauer dazu, wie Menschen, die ich, also ich habe gerade übrigens gelesen, Nuraya hat gelesen, lieber Katrin, du bist schon berühmt und hast so schöne Filme gemacht. Du bist auch sehr bescheiden, ja? Also du Ja, schämst ich dich bin auch, bescheiden. das zu sagen, Ja, ich bin immer dass du wirklich schon was im Leben erreicht bescheiden. hast und Das ja. stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch immer so streng mit mir. Ich bin ganz streng mit mir. Das muss ich. Also ich habe auch, da ist noch Raum offen zum Thema Superpower, ne? Also, aber ich bin auf einem guten Weg, genau. Ja, jetzt erzähle doch bitte, wie können sich denn Menschen genau unterstützen? Was bräuchtest du, damit dieses wunderbare Buch jetzt zu einem Bestseller wird? Weil Genau. das verdient das. Das Genau, verdient das. ja, Ja. genau, das wünsche ich mir. Also, wir haben also das Buch kommt auf jeden Fall raus, aber ich will es natürlich so schön wie möglich und so mit einem tollen Auftritt und mit tollen Illustrationen und so. Und wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und das bedeutet, dass wir eine Summe sammeln, um das zu machen. Und da kann jeder sich beteiligen. Und ihr müsst. Das hat nichts mit Spenden eigentlich, das hat gar nichts mit Spenden zu tun, sondern ihr könnt da entweder das Buch kaufen oder das Journal zum Buch oder ein Coaching bei mir oder alles Mögliche. Und mein super tolles Bonus-Ding, also was jeder, der fundet, auch wenn es nur 5 Euro sind, der kommt etwas ganz Tolles dazu, nämlich ein Tagesworkshop. Und alle, die jetzt hier aus Frankfurt sind, hört bitte zu, weil das ist ganz wichtig. Also ein Tagesworkshop, wo ich meine 3 Geheimnisse mit euch teile, nämlich wie habe ich das Buch geschrieben, wie kann man sowas angehen, was sind die wichtigsten Tipps und Tricks, was ist die Strategie für die Crowdfunding-Kampagne, für alle, die gerne Crowdfunding machen wollen und was ist die Strategie für unseren Buchlaunch gewesen, ne, für alle, die selber gerne ein Buch rausbringen wollen. Und das ist ein geballtes Wissen, wofür wir ganz viel Geld ausgegeben haben und jetzt monatelang gearbeitet haben und das teilen wir mit allen Fundern an einem Tag und zwar am 25. Juni. Wenn ihr mich unterstützen wollt, was ich total hoffe, weil ich brauche wirklich dringend Unterstützer, dann geht auf mein Profil und da seht ihr dann oben den Link, der führt euch direkt zur Crowdfunding-Kampagne und da seht ihr die Dankeschöns und könnt gucken oder ihr könnt mir auch schreiben und so. Ja. Und das wäre wirklich total toll. Ja, ich werde auch unter dem Video den Link setzen. Ich weiß nicht, inwieweit man da auf Nee, Instagram kann er direkt nicht anklicken draufgehen. kann. Wahrscheinlich nicht, Nee, ne? man muss immer, also ihr müsst auf Ja. mein Profil gehen und dann auf den Link in meinem Genau, Profil. das funktioniert wahrscheinlich eher. Genau. Genau. Wenn du jetzt tatsächlich mit ein paar Sätzen beschreiben würdest, warum ist das so wertvoll und ja, so nützlich, dein Buch zu lesen. Wie würdest du dann dein Buch darstellen? Also wie profitieren die Menschen davon? Aber warum ist das so gut und so nützlich, dass die Menschen das lesen? Also ich meine, wir Menschen lesen ja Geschichten, weil wir wissen wollen, wie andere Menschen ihre Probleme bewältigen. Und das wollen wir dann für uns nutzen, um auch unsere Probleme zu bewältigen. Und ich habe mir jetzt ziemlich mich aus dem Fenster gelehnt mit meinen Schamgeschichten. Und es müssen die Menschen ja gar nicht tun. Aber ich habe gemerkt, wenn Leute meine Geschichten lesen, dann es empowert die, weil die denken, oh ja,
stimmt, das ist gar nicht so schlimm bei mir oder, ah ja, das gucke ich mir mal an. Oder sie entdecken auch, dass zum Beispiel hinter der Scham stecken ja oft Wunder. Ne? Also zum Beispiel, ich habe meine beste Freundin dadurch wiedergefunden oder ich habe ganz viel Wut aufgelöst und ich habe meine Superpower gefunden. Und was die Superpower ist, verrate ich natürlich nicht. Da muss man das Buch lesen. Ja, Ne? kannst du Und da eine Geschichte ganz kurz erzählen, um was es geht, wo du sagst, wow, also da war wirklich großer Schritt, da war wirklich eine Wende und wo ich wirklich ja. in diese Superkraft gekommen bin. Ja, gut, also dann erzähle ich die eine Geschichte, die du auch gelesen hast, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, aber mache ich jetzt mal. Und zwar, das ist eine Geschichte, als ich ganz jung war. Und ich habe da, ich war 23 und ich hatte mir schon überlegt, ich will ja unbedingt berühmt werden und ich will Film studieren und ich will die berühmteste Regisseurin der Welt werden. Und dann habe ich. Ich hatte aber kein Geld und ich habe mir eingebildet, dazu brauche ich ganz viel Geld, um das zu machen. Und aus dem Grund habe ich damals etwas sehr Seltsames gemacht. Etwas, was ja schon nicht normal ist, glaube ich. Und zwar ich bin eine Scheinehe eingegangen mit jemandem, der sonst abgeschoben worden wäre und vermutlich dann jetzt tot wäre. Aber es war nicht, das habe ich nicht jetzt unbedingt aus gutem, aus Nächstenliebe, aus katholischer Nächstenliebe gemacht, sondern es war ein Deal. Und also ich bekam dafür Geld und er bekam dafür die Aufenthaltsgenehmigung. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich dafür Geld genommen habe, die hat mich total beschämt. So, also 20, über 20 Jahre lang hat mich das beschämt. Und in dem Buch erzähle ich diesen einen Tag von der Hochzeit. Und ich war dann so voll naiv und dachte, mache ich jetzt schnell. Und während des Tages, wo ich gemerkt habe, du musst da fürs Standesamt, du musst da ja zu einem Menschen sagen, den du gar nicht kennst, du bist dann an den gebunden. Und also das war so krass. Und da bin ich auch ein Stück von mir weit weggegangen. Das war wirklich, also das hat mich mit großer Scham erfüllt, weil ich gemerkt habe, da habe ich was getan, das hat mir nicht gut getan. Und als ich jetzt aber dann 25 Jahre später die Geschichte aufgeschrieben habe, die ich nie erzählt habe, für die ich mich immer so geschämt habe, habe ich zwei Sachen gemerkt. Erstens habe ich gemerkt, dass ich inzwischen okay bin. Das war ein Deal. Das war einfach ein Deal. Ich kriegte Geld. Ich habe den letztens mal getroffen durch Zufall. Der hat gesagt, ich bin dir so dankbar, Katrin. Aber was ich beim Schreiben entdeckt habe, war, dass ich da meine beste Freundin hat in der Zeit eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und ich habe meine beste Freundin so geliebt. Ich habe die so geliebt, ihr glaubt es nicht. Und wir hatten uns danach dann aus den Augen verloren. Das war zu heftig gewesen für uns. Und dann haben wir uns über 10 Jahre nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Und durch die Geschichte habe ich gemerkt, da habe ich plötzlich so geweint und gemerkt, ich vermisse diese Freundin. Ich hatte nie mehr eine Freundin wie diese Freundin. Ich hab die so geliebt. Und dann habe ich der vor einem guten Jahr die Geschichte geschickt und war natürlich total aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie die findet. Und ach, puh. Und auf jeden Fall sind wir seitdem wieder befreundet. Und das ist total schön. Das ist ja die Andrea, die ich kenne, oder? Ja, genau. Das Genau, ja, so schön, so schön. Sehr berührend auch. Und weißt du, was mir durch den Kopf ging? Also ich habe ja gelesen die Geschichte. Und also jetzt für alle einfach mal. Also die Katrin hat ja eine wunderbare Art zu schreiben, sehr authentisch, aber genau diese innere Monolog, also dieser innere Dialog, also was dass du mit sich selbst spürst und diese Gefühlkarussell, also was da alles abgeht und dass du das praktisch in Gedankenformen verpackst und dann kann man so mitgehen und spüren, was da in dir abläuft. Und ich hatte sogar diesen Aspekt gemerkt, wie wichtig das ist für dich gewesen damals, dass du erkannt hast, wer du wirklich bist. Also durch diesen Prozess, also, ne, also diese Gedanken, soll ich denn ja jetzt ein Wort sagen oder nicht? Was mache ich denn eigentlich? Und diese Scham und all diese Gedanken, da hast du, glaube ich, auch dich selbst in diesem Prozess kennengelernt, Genau. wer du wirklich bist Genau. und was so in dir abläuft und was hochkommt und so weiter.
Ja, total. Ja, Ja. ich bin total. Ja. Und ich weiß, und das ist das Ding, ich weiß, dass es jedem Menschen so geht. Dass jeder Mensch, der seine Geschichten erzählt, der wird da so viel lernen und der wird in die Selbstliebe kommen. Und deshalb möchte ich auch so gern, dass mein Buch eine Inspiration ist für andere Menschen zu sagen, ich will jetzt auch meine Geschichten erzählen. Ich möchte jetzt auch anfangen, mich mehr selber zu lieben. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Lieber Katrin, hast du denn ab abschließendes Wort, eine Botschaft, also für die Menschen jetzt nochmal zum Schluss? Oh. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel gesagt. Also ich habe mein Pulver schon ein bisschen verschossen, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall ist es das Allerwichtigste für die kommende Zeit auch. Ne? Das weißt du ja sicherlich auch, Natalia, dass wir total in unserer Kraft und in unserer Selbstliebe sind. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst sind wir ein Spielball. Und das Wichtigste ist, dass wir in die Selbstliebe kommen. Und deshalb ist es so wichtig auch, wie du gesagt hast, du nennst das jetzt Schattenanteile, ne? Ich nenne das Scham, du nennst es Schattenanteile, dass man die lernt zu akzeptieren und zu umarmen. Ja, Schattenanteile sind ja mehrere. Scham ist einer davon. Alles, was wir bei uns nicht lieben und ablehnen, sind Schattenanteile. Und jetzt ist die Zeit der Wahrheit tatsächlich. Es ist wirklich jetzt auf der Erde auch insgesamt die Zeit der Wahrheit, dass wir den Weg zu sich selbst, zu unserem Herzen finden, zu unserem wahren Selbst und beginnen wirklich das Wahrhaftige zu leben. Und das bedeutet, das, was wir insgesamt sind und dass wir beginnen, wirklich uns selbst zu lieben mit allem, was wir sind. Ja. Genau. Danke dir dafür auf jeden Fall für dieses inspirierende Ja. Buch. Ich bin schon wirklich ganz gespannt, wenn das rauskommt und ja, zu kaufen gibt es bei Amazon und Das wird es dann bei Amazon geben, aber jetzt noch nicht. Im Augenblick könnt ihr es nur auf meiner Crowdfunding-Kampagne kaufen, ne? Und dann kriegt ihr es ein bisschen preiswerter. Genau. alles klar. Danke, Natalia Hömer. Vielen, vielen Dank. Du hast so schöne Fragen gestellt, die mich auch wieder total weitergebracht haben. Ich danke dir, dass du mir diese Plattform gegeben hast. Und ja, und ich merke, ich muss wieder unbedingt in deine Workshops kommen, weil ich brauche das dringend wieder, weil du bist ja auch so ein empowernder Mensch und es geht mir total ab. Ich brauche das wieder total. Ich komme ganz bald wieder in deine Ja, Workshops. immer wieder gerne. Danke dir für dein Vertrauen und für diese schöne ja, Inspiration für alle. Und meine Lieben, ich lege das euch wirklich ans Herz. Ich mache ja bei Katrin Workshop und werde von ihr begleitet, Buch zu schreiben. Und das ist wirklich einfach wunderbar. Also, wie sie schreibt und wie das Buch überhaupt ist. Okay. Alles, alles Liebe, wunderschönen Abend an alle. Danke dir, Katrin. Danke. Tschüss, Und Talia. tschüss Vielen an Dank. alle. Einen wunderschönen Abend an alle. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss, Elke. Tschüss, Nuray.